Mir wurde von unbekannten Quellen erzählt, dass dies ein wunderschönes Horrorgame sei. Jims neuer Computer ist gerade angekommen. Helfen Sie ihm, ihn einzurichten und begleiten Sie ihn, während er das Internet erkundet. Ja, okay, die Screenshots sehen sehr, sehr vielversprechend aus. Gibt ja auch nur leider zwei. Würde ich sagen, starten wir rein. Tag 1. Okay, unsere Gesundheit ist relativ voll. Okay, das sieht ziemlich alt aus. Das sieht aus wie das alte Roblox ein bisschen. Ja, Leute, das ist ein Horrorgame. Also, falls ihr abschalten wollt, dann tut das besser jetzt, bevor ihr alle geschnappt werdet. Ja, okay, es hat geklingelt. Ich mach mal die Tür auf. Und ein Paket liegt da. Und ich wohne irgendwo ganz weit weg von der Zivilisation. Wahrscheinlich bringe ich es zu meinem Schreibtisch. Genau. Dann setze ich mich hier mal hin. Okay, Chat, Shop und News. Ich gehe mal auf den Shop. Was gibt's denn hier Schönes? Okay, das ist jetzt kein großes Auswahlmenü. Ich würde mal sagen, wir gehen auf die News. Neues chemisches... Keine Ahnung, ich bin nicht gut in Englisch. Großes Opening in Roblox, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Irgendwelche Tote in dieser Stadt, Business, Roblox, ja, Liveplatz, The Mayor Set und... Nein, irgendwie Tote, ja, keine Ahnung, mich nicht. Gehen wir auf den Chat. Die Server sind down. Tut uns leid für dieses Problem oder so, keine Ahnung. Oh nein. Na gut. Ich habe jetzt mal alles gekauft, ich weiß nicht warum, aber ich habe es getan. Da sind die ganzen Pakete. Nehme ich mal alles mit und checken wir aus, was wir damit Schönes machen können. So, eine Kelle. Warum? Superball. Und eine Schleuder. Ich bin müde. Ah ja, das kommt vom ganzen Rumgebaue, ne? Dann gehen wir mal schön schlafen hier. So meine ich das, ne? Wo bin ich mitten in der Nacht auf? Das sollte meinen Schlafzyklus eigentlich nicht machen. Hallo? Alles gut hier? Was mache ich denn hier? Warum laufe ich ganz alleine? Weiß ich. Warum mache ich das? Ich habe verdammt Angst vor diesem Spiel, Leute. Muss ich jetzt jeden Schrank hier checken? Ich habe eigentlich keinen Bock da drauf, bin ich euch ganz ehrlich. Ey, wenn ich nach diesem Video an einem Herzinfarkt sterbe, dann tut es mir sehr leid, ja, Leute? Tag 2. Ja. Da sind wir wieder. Es ist ein wunderschöner neuer Tag. Wir gehen an unseren PC. Chat. Ja, anscheinend sind wir schon vorregistriert. Forgot Passwort. Haben wir ja nicht, weil wir haben das schöne Passwort. Und Sign In. Robot. Herzlichen Glückwunsch, dass du dich... Herzlichen Glückwunsch, dass du dich bei RoChat angemeldet hast. Die größte Chat-App von Roblox. Ich kann nichts schreiben. Na gut. Ja. Das. Perfekt. Ja, können wir was Neues kaufen? Oh, eine Paintball-Pistole, einen Burger und eine Bloxy-Cola. Ich würde die Bloxy-Cola gerne haben, den Burger auch und natürlich auch die Paintball-Gun. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich habe auch selbst gerade keine Ahnung. Okay, hier ist jemand verschwunden in Downtown Robloxia. Das ist, glaube ich, in meiner Nähe. Und, ein Mann ist halt verschwunden und ein Nachbar hat angerufen, weil der nicht irgendwie da war am 15. Februar. Okay, das ist ja nicht so gut, aber solange es nicht mit mir zu tun hat, ist es mir prinzipiell egal, weil ich bin hier alleine draußen auf meinem riesigen Feld und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Wer soll denn bitte hier hinkommen? Wen juckt das denn eigentlich? Okay. Paintball Gun. Okay, ich hab's mir ernsthaft nicht besser vorgestellt. So. Hamburger. Perfekt. Und eine Bloxy Cola. Ich habe doch eigentlich gerade die Bloxy Cola getrunken, damit ich nicht müde bin. Naja. Wie dem auch sei. Gehen wir wieder schlafen. Weil wir nach 2 Stunden aufstehen wieder müde sind. Ein Tag im Leben eines Fortnite-Gamers. So, schauen wir mal wieder in die Schränke. Da ist mal wieder nichts. Wir müssen uns ja sicher fühlen. Und das ist auch ganz wichtig für unser Immunsystem, ne? Und ich hoffe, dass da nichts drin ist. Ich bin ehrlich, Leute, ich bin ein kleiner Schisshase und ich halte mir die ganze Zeit die Augen zu.
Genau, ne? Kann ich hier noch an den PC gehen? Nee, kann ich nicht. Ich gehe wieder pennen. Es ist ein wundervoller neuer Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Okay, was gibt's heute Schönes zu machen? Nicht viel, glaube ich. Wir haben nichts Neues im Chat. Wir gehen mal in den Shop. Okay, wir können uns hier... Ich werde dieses Mal nicht alles kaufen. Ich werde nur das kaufen, was mich auch wirklich juckt. Ein First Aid Kit brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich kaufe mir jetzt mal die Sprungfeder, den Burrito, das Holzschwert und was zum Teufel das ist. Was gibt's Neues im Chat? Dein In. Hier gibt's nichts Neues. Okay. Dann können wir ja auch nichts machen. News. Okay, das sieht schon eher nach unserer Gegend aus. Hier ist wieder jemand verschwunden. In Befall Robloxia. Das sieht schon eher nach unserer Gegend aus. Ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Naja. Gehen wir mal hier raus aus dem Menü und gucken uns unsere neuen Pakete an. Ja, warte. Ist das nicht genau unsere Location? Warte mal. Das hier sollte eigentlich... Das sind genau die drei Bäume, die wir eigentlich gesehen hatten. Ja. Schauen wir uns erstmal die Kisten hier an. Calculator, Geospirale, Schwerke. Was macht die? Geil. Ja, ich fühle mich wirklich wie in OG Roblox. Aber jetzt haben wir auch ein Holzschwert, womit wir uns verteidigen können. Eigentlich können wir das auch mit der Paintball Gun, weil die schmerzt, glaube ich, ziemlich hart. Aber ist ja prinzipiell egal. Sind, glaube ich, die drei Bäume. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Naja, ist er jetzt wieder müde eigentlich? Ich glaube, wir müssen auch noch das letzte Ding kaufen. So, Perfektomatico. Das sollte jetzt angekommen sein. Nehmen uns das in die Hand. Medkit. Spielen wir mal mit dem Medkit. Habe ich jetzt alles angerührt? Den Taco habe ich noch nicht gegessen. Geo. Calculator. Okay, jetzt bin ich endlich müde. Jetzt gehe ich wieder schlafen und gehe wahrscheinlich wieder in der Nacht. Wetten in der Nacht raus, um meine Schränke zu checken und so lebe ich mein Leben. Perfekt, ich hasse es. Boah, ist das nervig, Alter. Ich muss mir jetzt wieder meine Augen zuhalten, weil ich so ein Schisser bin, Junge. Das nervt mich ziemlich, ziemlich hart. So, Nummer 1 ist gecheckt. Geh zu Nummer 2. Na gut, dann gehe ich jetzt wieder schlafen. Am dritten Tag. Mal sehen, was morgen passieren wird. Hallo? Ich kann irgendwie nicht schlafen gehen, ich weiß nicht warum. Oh, da läuft ja was im Fernseher. Perfekt. Ich hoffe... Okay, mein PC ist angegangen, ich habe Angst, Leute. Ein Chat. Ich fühle mich wieder sicher. Na gut. Sign in. Wer ist das? Bereite dich vor. Tag 4. Leute, ich habe langsam keine Lust mehr auf dieses Spiel. So Leute, neuer Tag, ja? Wir gehen an unserem PC, wie immer. Da steht nichts, der Typ... Bitte, ich brauche Hilfe. Ich hole mir mal wieder alles, weil das hier so vorgesehen ist. Und hoffen, dass ich in der nächsten Nacht nicht von dem Typen, von diesem Stalker hier geholt werde. Er ist müde. Gehen wir schlafen. Nacht 100, 200 Millionen. Warum kommt keine Anzeige? In meinem Haus ist jemand. Das war ja klar. Bin mir sicher, dass da niemand ist. Beweise, ja. In meinem Haus ist niemand. Da bin ich mir fast schon hundertprozentig sicher. Sicherheitsmaßnahme Nummer 1. Nehmen Sie Ihre Kopfhörer ab. Sicherheitsmaßnahme Nummer 2. Halten Sie Ihre Augen zu, damit Sie sich nicht einscheißen. Drehen Sie sich nicht um. Das ist die dritte Sicherheitsmaßnahme. Der Fernseher ist nicht an. Und ich habe keine neue Nachricht. Aber die Tür steht offen. Und sie ist wieder zu. Und ich bin wieder wach. Hoffentlich. Alter, langsam werde ich echt verrückt, glaube ich. Schlimmste ist, dass ich gerade allein zu Hause bin und das ist, ja, das ist wirklich nicht sehr schön. Schauen wir, was wir in den Paketen haben.
Was ist das hier? Und warum hat es keinen Nametag? Oh. Ein Hammer und ein Brett habe ich mir bestellt. Ja, dann mal schön alles zunageln, auch die Tür, ne? Hä? Nicht die Tür? Ja, okay, das hätte ich zum Beispiel gemacht. An seiner Stelle. Ja, okay, ich denke mal, ich habe alles zugemacht. Dann gehe ich mal wieder schlafen, Leute. Ich habe Angst. Und Paranoia. Aber ich bin nicht sehr schlau und ich weiß den Unterschied nicht. Mach kein Geräusch. Wurde rausgeworfen. Und ich habe echt Angst, Leute. Bitte helft mir. Bitte helft mir. Indem ihr ein Abo und ein Like da lasst. Das würde mich sehr unterstützen. Lasst gerne jetzt ein Like da. Jetzt sofort. Da würde ich weiter in so eine Spiele spielen, die ich eigentlich gar keinen Bock habe drauf zu spielen. Wirklich. Ey, ich hasse es. Wirklich. Ich bin nicht für Horror Games gemacht. Ich halte mir ernsthaft die Augen zu, während ich diesen scheiß Schrank öffne. Okay, Emergency Alert. Shelter in a place warning. Okay, Military. Was soll ich jetzt machen? Emergency Alert. Kann ich einfach wieder pennen gehen, Junge? Jetzt habe ich eine Waffe in der Hand. Ich habe mir eine Waffe bestellt. Und jetzt zitter ich. Leute? Oh. Das würde ich nicht. Okay, Leute, wir haben uns selbst abgeschossen. Danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, Eldo spielt und welche Games. Ja, thank you for playing. Ich habe dieses Spiel gehasst.